Also gut, lass uns jetzt ein weiteres Apple-Produkt anschauen, nämlich das Studio Display, das von vielen recht unterschiedlich aufgenommen wurde. Ich werde jetzt alle Vor- und Nachteile zusammenstellen und versuchen, die Frage zu beantworten, ob es sich lohnt, es im Jahr 2024 zu kaufen. Los geht's! Also wenn wir jetzt über diesen Monitor sprechen, können wir es nicht ignorieren, dass es zum großen Teil auf dem alten iMac 5K basiert. Er hat kein 120Hz Display und keine Mini-LED-Technologie, keine HDR-Unterstützung und selbst wenn du ihn für 1500 Euro kaufst, kannst du ihn nicht in der Höhe verstellen. Darüber hinaus ist er deutlich dicker als der iMac mit einem M3 Prozessor, der bereits ein vollwertiger Computer ist, während dieses hier nur ein Monitor ist. Apple hat hier auch den Prozessor aus dem iPad 9 verbaut und by the way, warum es immer noch ein solides iPad ist, selbst nach all den Jahren seit seiner Veröffentlichung, habe ich bereits in diesem Video erklärt. Drücke also auf den E-Buchstaben oben oder scanne diesen QR-Code, wenn du vom Fernseher aus zuschaust. Apple brachte seine ersten Displays vor 25 Jahren, im Jahr 98 raus. Sie waren nur 15 Zoll groß, für eine breite Palette von Benutzern gedacht, hatten eine Menge fortschrittliche Anschlüsse für ihre Zeit und kosteten ca. 2000 US-Dollar. Ein Jahr später, im Jahr 99, brachte Apple weitere Studio-Displays auf den Markt, basierend auf CRT-Technologie, die bereits 17 und 21 Zoll groß waren und teurer waren. Auch in diesem Jahr brachte Apple seine professionelle Lösung namens Apple Cinema Display heraus, die bereits für Profis gedacht war und eines der besten Panels der Zeit mit einer Auflösung von 1600x1024 hatte, was zu Beginn des neuen Jahrtausends sehr beeindruckend war und die Entwicklung hin zu den Pro Display XDR Monitoren vorantrieb. Wir überspringen jetzt ein paar Jahre bis zum Apple Thunderbolt Display, das ich ebenfalls hatte. Als es rauskam, hatte es auch kein Retina Display, dafür aber dicke Rahmen und war nicht besonders beeindruckend mit seinem TFT-Panel und einem geringen Kontrastverhältnis von 1000 zu 1. Aber als ich diesen Monitor vor 12 Jahren benutzt hatte, hatte ich überhaupt keine Probleme damit. Und er hat mir sowohl vom Design her gefallen, als auch weil er alles hatte, was ein durchschnittlicher Benutzer wie mich vor 12 Jahren gebraucht hat. Es ist schon interessant irgendwie, aber dieser Monitor wurde fast genauso wahrgenommen. Und ja, er hat natürlich seine Nuancen, angefangen beim Preis und den fragwürdigen Entscheidungen wie mehr zahlen zu müssen, um die Höhe verstellen zu können, da der Standfuß nicht abnehmbar ist. Aber all das wird irgendwie unwichtig, wenn du wirklich einen Monitor mit einem der besten Panels auf dem Markt suchst, vor allem wenn du so tief im Apple-Ökosystem steckst wie ich. Vielleicht kannst du meine Eindrücke von diesem Monitor verstehen, wenn wir einfach mit seinem Design beginnen werden. Aber zuerst ein Blitz-Unboxing. Und jetzt das Design. Wie bereits erwähnt, ähnelt es äußerlich sehr dem iMac. Der Monitor selbst ist ein solider Aluminium-Monoblock, der ziemlich schwer ist und einfach schick aussieht. Wenn Apple sich wirklich am Design des iMac 5K orientiert hat, war das einfach eine sichere Wahl, denn dieses Design ist im Grunde genommen legendär. Von vorne sehen wir den Bildschirm selbst, einen großen Standfuß, 6 Lautsprecher unten, zu denen ich noch zurückkommen werde, und auf der Rückseite Anschlüsse und Stromversorgung. Alles ganz klassisch. Keine Tasten. Alles wird über die Mac-Tastatur geregelt. Auch wenn du vorhast, diesen Monitor mit Windows-Computern zu verwenden, beachte, dass du die Helligkeit vorher am Mac einstellen musst, da du nur von einem Gerät mit macOS aus auf die Display-Einstellungen zugreifen kannst. Und einige Funktionen wie der separate sRGB-Modus funktionieren nur mit diesem Betriebssystem. In anderen Fällen musst du entweder alles vorher einstellen und dann mit einem Windows-Computer verbinden oder ihn dafür überhaupt nicht kaufen, weil es ohne Umstände nicht geht, einfach weil dieser Bildschirm ursprünglich für die Verwendung mit Macs entwickelt wurde. Wie sieht es übrigens um das Display? Einfach nur sehr gut. Der Monitor hat eine 5K-Auflösung, ist direkt aus der Box heraus gut kalibriert und ist im Grunde genommen eine Plug-and-Play-Lösung. Er hat mehrere Farbprofile für verschiedene Aufgaben und eine erstaunliche Schärfe. Er ist ziemlich hell, True Tone ist natürlich auch dabei und seine Betrachtungswinkel sind beeindruckend. Wenn sich jemand jetzt über die Zentimeter breiten Ränder auf dem Bildschirm Sorgen macht, braucht man sich keine Gedanken zu machen. Nach ein paar Stunden Arbeit damit wirst du sie nicht einmal bemerken. Übrigens, wenn dir diese 5 verfügbaren Bildschirmauflösungen in macOS nicht ausreichen oder du einfach eine bequemere wählen möchtest, empfehle ich dir sofort das kostenlose Tool namens Better Display. Ich benutze es schon seit einer Weile und kann es nur empfehlen, wenn du eine passende Auflösung auswählen oder sogar die Bildschirmhelligkeit höher einstellen möchtest, als es natürlich über die Standardeinstellungen des macOS möglich ist. Also
Also, bitteschön. Apple hat leider auch in diesen Monitor seine Kartoffelkamera eingebaut, deren Qualität, sagen wir mal, nicht die beste ist. Aber immerhin haben sie Center Stage integriert, was sehr nützlich ist bei FaceTime-Anrufen. Hinten am Monitor gibt es die Möglichkeit, einen MacBook über Thunderbolt anzuschließen, damit der Monitor ihn auch auflädt. Und außerdem drei weitere USB-C-Anschlüsse für andere Geräte zu nutzen. Um ehrlich zu sein, habe ich diese Anschlüsse noch nie so richtig verwendet. Also werde ich jetzt versuchen, mein Handy anzuschließen und sehen, was passiert. Natürlich das Handy erstmal anschließen und dann schauen wir mal, was der Monitor sagt. Es lädt einfach. Cool. Ich habe bereits erwähnt, dass dieser Monitor 6 Lautsprecher hat und dass Apple behauptet, sie hätten einen sehr raumfüllenden Sound, ähnlich wie im Kino. Nun, um den Sound zu testen, werde ich jetzt Musik über die Lautsprecher des Monitors und dann über die Lautsprecher eines HomePods abspielen. Also nach meinem subjektiven Empfinden kann der Sound durchaus mit dem eines HomePods konkurrieren. Er ist wirklich außergewöhnlich und vielleicht der beste, den ich jemals in einem gewöhnlichen Monitor gehört habe. Separate Lautsprecher sind einfach nicht notwendig. Dieser Monitor läuft bei mir Tag und Nacht. Ich bearbeite Fotos von meiner Kamera, bearbeite alle meine Videos, sowohl kurze als auch lange, wie dieses hier zum Beispiel, mache Office-Arbeiten und spiele manchmal Spiele. Spiele auf Macs zu spielen ist ein spezielles Hobby für sich. Aber dieser Monitor ist objektiv definitiv nicht für Spiele geeignet, wegen vieler Faktoren. Wenn du genauso ein Gelegenheitsspieler bist wie ich und vielleicht 1 bis 2 Mal pro Woche spielst, dann ist dieser Monitor für dich geeignet. Für Hardcore-Games würde ich mir jedoch andere Hersteller ansehen. Liebhaber von HDR-Inhalten sollten auch daran vorbeigehen, wenn das für sie wichtig ist. Der Monitor erhält wie alle anderen Apple-Geräte regelmäßige Updates, da er auf iOS basiert ist und Apple verbessert ihn ständig, obwohl der Update-Zyklus nicht so häufig ist wie bei iPhones und so weiter. Es ist im Grunde genommen nice to have. Insgesamt ist dies ein guter Monitor für sein Geld, auch 2 Jahre nach seinem Release. Er bietet ein ausgezeichnetes Bild, beeindruckenden Sound, ist perfekt verarbeitet, passt zu jeder Einrichtung und macht die Arbeit angenehm. Sein äußeres Erscheinungsbild verschönert jeden Raum. Ich glaube, du kannst es jetzt auch ganz gut sehen. Aber abgesehen davon ist dieses Display nicht für jeden geeignet, weil er einfach seine Kompromisse hat. Einige seiner Funktionen können nur mit einem Mac-Computer verwendet werden. Zum Beispiel sein separater sRGB-Bildmodus. Seine herausragende Farbgenauigkeit dank eben diesem Bildmodus macht ihn zu einer großartigen Wahl für Content-Creator. Er eignet sich auch hervorragend für das Büro, da seine hohe Bildschirmhelligkeit leicht mit Blendungen umgeht. Außerdem hat er einen weiten Betrachtungswinkel, wenn man sich natürlich jetzt den Bildschirm von verschiedenen Perspektiven ansieht. Aber der Standfuß mit nur Neigungsfunktion hat eine eingeschränkte Ergonomie. Es ist nicht möglich, den Standfuß aufgrund seiner Bauweise selbst nachzurüsten oder zu wechseln. Entweder kaufst du sofort den, den du brauchst, oder wendest du dich an den Apple Service, damit sie den Standfuß für dich austauschen. Leider unterstützt er kein HDR, was etwas enttäuschend ist, insbesondere wenn du ein Content Creator bist, der HDR benötigt. Er hat auch keine Gaming-Funktionen, da er nicht dafür gedacht ist. Aber noch einmal, 1.500 € sind immer noch sehr teuer und für die Hälfte kannst du dir günstigere und vielseitigere Monitore mit 4K-Auflösung kaufen, wie zum Beispiel den Dell U27 QE, Samsung M8 oder jeden Monitor bis 600 € von LG. Aber für all diejenigen, die bereit sind, diese Kompromisse einzugehen, kann ich mit Zuversicht sagen, dass du es nicht bereuen wirst, wenn du ihn kaufst.